mal, dass unser Wärme fertig ist, ne? Vogel nicht? Ja, Moment, ich muss dann erstmal anzeichnen hier. Dann passt nicht. Ikea! Da! Was nicht passt, da wird passend gemacht. Alte schon wieder. Was? Komme! Was ist los, Chef? Ich komme da voran. Muss! Oh. Muss heute nur noch betoniert werden. Okay. Hör mal, das war übrigens ein guter Tipp von dir mit dem Polenstrich an der Autobahnraststätte. Sag ich doch. Guck mal, da habe ich den her. Mach ich. Der kostet mir noch 7,50 eine Stunde. Da, in der Ort. Wo wir gerade beim Geld sind, ne? Wie sieht denn das aus mit unserem Lohn? Dann müsst ihr noch ein paar Tage warten. Ich muss erst den Architekten bezahlen. Hm. Ne? Komm, du hier arbeiten. So, da ist der Polier. Hm. Der Polier? Hm. Apolski! Nee, nicht Polski. Das ist Chef 2 und ich bin Chef 1. Ne? Gut, also, nimm mit. Hör mal, und wenn hier ein paar Verdächtige rumlaufen, dann sag ihm, er soll sich verstecken. Du musst ja nicht jeder gleich mitkriegen, was hier läuft. Willi, das ist doch wohl klar, ne? Und beeilt euch, ihr wisst, was das kostet, wenn ich den Bau nicht rechtzeitig oben hab. Klaro! Moment, was ist? Du erreichst mich über Autotelefon. Ja, über was denn sonst, Willi? So. Prost! Ja, was ist? Pass auf, dass er nichts klaut. Weiß ja, kaum gestohlen, schon in Polen. Alles klar, Chef! Mach denn das Scheiß an! Was, kannst du mal einen Moment kommen? Warte mal, Philipp, komm gleich. Ja, ich muss hier den neuen einführen. Warte mal. Hier, wie hast du nochmal? Marek. Also, Kinas, das ist der Marek, ja? Der wird die nächsten Tage hier mitmalochen. Kannst du mauern? Hä? Du! Mauern! Ah ja. Marek, das ist Karl. Mehmet, wir schneiden die Steine zurecht. Du kletterst da hoch und wir bringen sie dir. Hast du verstanden? Ich schneiden. Du oben klettern. Klettern oben, ja? Hm. Jetzt? Das ist sicher jetzt. Wir malochen. Nicht wie Polanski. Ja, alles klar, ja? Merkt schon, ihr versteht euch, ne? Ich kümmere mich jetzt mal um den Studioso. Okay, ey, kriegen wir nur Amateure am Bau oder was? Der Künstler, der passt doch hier gar nicht hin. Hört mal auf, was nicht passt, ja? Das wird passend gemacht. Komm. Alles klar, der Türke reicht mir schon gerade. Ananename. Ich geh zu deinem Arsch, hängt der Hammer, du passt bloß auf. Kurzer? Jetzt sag bloß, du wolltest mir nur den blöden Stein hier zeigen, hä? Das soll ordentlich werden. Mann, wir müssen hier fertig werden, verstehst du? Das ist Sache, ja? Wir können hier nicht so rumtrödeln wie ihr an eure Uni, ja? Ah, aber ich meine, euch ist das sowieso egal, ne? Ja, ja. Der Malocher, der zahlt ja alles, ne? Nee, komm, jetzt lass aus sein hier, komm. Ich mach das selber, da bin ich eher fertig. Und du steh hier nicht so rum wie ein Männlein im Walde, hol Speis. Was war das denn? Scheiße! Ja, was ist? Horst, komm mal schnell rüber. Hey, Bruder, was ist denn los? Der Vorlag ist abgeschmiert. Ja, wie konnte das denn passieren? Was weiß ich denn, Kerl? Wir zwei sind gerade so schön einmal loren, verstehst du? Fliegt der Idiot da runter. Hey, sag mal was. Keine Ahnung. Wir müssen erste Hilfe leisten. Was soll ich machen? Ja, Mund-zu-Mund-Beatmung. Ja. Ja, dann mach wenigstens Puls. Guck mal nach. Mensch, nicht das Herz, den Puls, du Idiot. Wo ist denn der scheiß Puls? An der Hand oder am Hals? Wo jetzt? An der Hand oder am Hals? An der Hand. Links oder rechts? Ach, du machst mich bekloppt, geh weg, ich mach das schon. Sag doch mal ruhig. Nee, nix.
Da bist du bekloppt, Mann! Oh, ich hol Notarzt! Nee. Mit Spiel im Klavier! Zentrale, wir sind jetzt da. Ja, Mensch, Philipp, wo steckst du denn? Wir müssen hier arbeiten, Mann! Wie, was passiert? Wo ist denn Marek? Marek, was spielst du? Hier arbeiten! Ja, aber... Nichts aber! Arbeiten! Was denn jetzt los hier? Wir haben eine Meldung reingekriegt, dass hier jemand verunglückt ist. Ach das? Ich bin vom Gerüst gefallen. Ist aber allzu wild. Sollen wir uns das mal anschauen? Nee, du lass mal. Geht schon wieder. Bestimmt. Ja, ja, ist nur eine Prellung. Kenn ich vom Fußballkicken. Was ist denn los? Wollt ihr mich verarschen? Ich kann wirklich nicht so ernst. Warum ruft ihr uns dann, wenn das alles ist? Die Meldung hört es sich an, als sei hier jemand verreckt. Das ist ein Künstler, der keine Ahnung verbaut, das weißt du doch. Komm mal, Mann. Und du? Mach in Zukunft nicht so eine Welle, ja? Wir kommen auch nicht zum Spaß. Arme Spinner. Was ist denn los? Seid ihr verrückt? Wie, was hier los ist? Hör mal, der Pole ist tot, ja? Ist dir überhaupt klar, was passiert, wenn die Bullen hier mal vorbeischauen? Aber die machen uns die Baustelle dicht. Philipp, der war illegal hier. Oh. Tja. Da lernt er nichts von eurer hohen Schule, wa? Wir können doch nicht einfach alles verheimlichen. Tja. Hast vielleicht eine bessere Idee, ja? Jetzt pass mal auf, ja? Ich rufe mal eben den Alten an, ja? Und ihr seht zu, dass der Tote keinen Ärger macht. Ja? Um geht's? Ja, um geht's. Was sollst du uns sagen, Willi? Wir haben den Pollack nie eingestellt. Ja, jetzt mach mal langsam. Also, Willi? Erstmal schön locker bleiben, ne? Schön locker bleiben, er doch. Ja, schön locker bleiben, der Typ ist tot. Das ist zwar scheiße, aber daran können wir im Moment nichts ändern. Wo ist er eigentlich? Also, spielen wir das mal durch. Das Einzige, was ich von ihm weiß, ist, dass er Marek heißt und aus Polen kommt. Vermutlich hat er keine Arbeitsgenehmigung und keine Aufenthaltsgenehmigung. Wahrscheinlich ist er auch nicht versichert. Ja, Willi, meinst du, wir sind versichert? Das Ganze war ein Unfall. Das hätte jedem von uns passieren können. Das ist nicht unsere Schuld. Das ist beschissen gelaufen. Herr Wiesenkamp? Ja, Philipp? Ich weiß nicht, aber ich sollte das Gerüst absichern. Ja und? Das habe ich auch gemacht, aber ich weiß nicht, ob das ordentlich war. Ach, ich habe die Zapfen noch mal kontrolliert. Du hast keine Schuld, Philipp. Das war ein Unfall. Also nochmal, das war ein Unfall. Wenn wir den jetzt der Polizei melden, dann wird die eine Menge Fragen stellen. Und wenn die erstmal in meine Bücher gucken, was das heißt, das brauche ich ja nicht zu sagen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das ist jetzt ein Kotzen. Und seine Familie? Was? Ich meine, der hat doch auch Familie, man muss ja wohl nicht wissen, wo der steckt. Jetzt pass mal auf, jetzt sag ich dir mal, du kleinen Arschloch. Ey, pass mal auf, Karl-Heinz. Lass dich doch mal ausreden. Der Klugscheißer geht mir die ganze Zeit schon auf die Nerven. Ich habe auch Familie, verstehst du? Wenn ich hier rausfliege, dann gibt mir kein Arsch mehr einen neuen Job. Und wer kümmert sich ja um meine Kinder? Da hast du Künstler keine Verträge mit. Hört aber auf. Hat doch keinen Sinn, wenn ihr euch hier gegenseitig die Köpfe einschlagt. Ich soll erst mal begreifen, was es bedeutet, sein Geld selber zu verdienen. Ich dachte doch bloß. Was denn? Nichts. Also. Tja. Was machen wir jetzt? Kann jemand Mareks Spur zu uns verfolgen? Na, glaube ich nicht. Also die Einzigen, die von dem wissen, das sind wir. Aha. Ja, ihr sollt ja nicht meinen, dass mir euer Schweigen nichts wert ist, ne? Hier sind 25 drin. Die waren eigentlich für einen Architekten. Und die könnt ihr haben. Das sind ungefähr 6 für jeden. Ach, und mehr ist bei mir nicht zu haben, ne? Jetzt nicht und in Zukunft auch nicht. Ah ja, ist schon gut, Willi. Ich glaube, keiner von uns will die Situation ausnutzen, ne? Robert. Ich sage dir nur, damit es klar ist, ne? Ihr hängt da alle mit drin. Und Philipp, für dich kann ich was tun, wenn du dein Architekturstudium fertig hast. Nee, ist schon fair so. Ich will auch kein Geld. Mein Glück, wir wollten auch gar nichts abgeben. Okay, ich muss weg auf ein paar andere Baustellen. Ihr sorgt dafür, dass die Leiche verschwindet und dass der Bau so schnell wie möglich hochgezogen wird. Kann ich mich da drauf verlassen? Wie sollen wir das machen? Was geht's? Wie sollen wir die Leiche verschwinden lassen? Ihr seid auf der Baustelle. Ja, ja, lass mal. Das machen wir schon. Hm? Gut, ich gehe jetzt, ne? Und danke. Na, auch schon ab. Wunderbar.
knall mir erstmal ein. Glaubst du, der kann das jetzt hören? Hä? Nee, jetzt mal im Ernst. Meint ihr, der kann hören oder sehen, wie wir hier sitzen und uns betrinken? Ich glaube auch, dass das irgendwas... Marek, wenn du uns jetzt siehst, nimm uns bitte nicht übel, aber ich glaube, du hättest nicht anders gehandelt, Großmarek. Als ich jung war, habe ich immer geglaubt, meine tote Oma könnte mir bei allem zusehen, was ich mache. Dann hat sie mich noch beim Wichsen zugeguckt, wa? Aber gut. Lass uns mal lieber drauf anstoßen, ja? Dass das alles, was hier passiert ist, ne? Ey. Unter uns bleibt. Prost, Prost. Scheiße, Kerl, der passt da nicht rein. Was nicht passt, wird passend gemacht. Nein, das geht so weiter, meine ich mal mit. Bitte? Wenn ich das richtig sehe, dann solltest du doch wohl das Baugerüst absichern, oder? Was soll das denn jetzt heißen? Ja, meinst du, jetzt von alleine da runtergesegelt, oder was? Sag doch fort, wir den Scheiß überhaupt mitmachen, Mensch. Also jetzt keine Schuldzuweisung, ja? Pass mal auf, Philipp. Du gehst jetzt auf die Straße, ja? Und passt auf, dass keiner hier runterkommt. Ist das klar? Los! Philipp! Ja, passt doch. Wollen wir nicht noch was beten? Ja, was denn beten? Weiß ich jetzt auch nicht, irgendwas. Ave Maria. Ach, Quatsch. Lass uns schweigen immer. Asche zu Asche. Tja, das war's dann wohl. Philipp, wir müssen dir noch was sagen. Ja, was? Der Pole, ne? Der war noch nicht tot. Was? Der war noch am Leben. Als wir noch einen Kreissäger gelegt haben, da fing er plötzlich an zu schreien. Philipp, was war denn alles gespielt? Ja, hör mal hier, Philipp, guck mal hier. Das ist mein Schwager, der Dieter. Irgendwie müssen wir ja euren Chef abzocken. Ja. Sonst hätte euch nicht extra gezahlt. Ja. Komm her, Junge, komm her. Pass auf. Hier ist das Geld drin. Und da wird jetzt schön geteilt. Ja. Wer will die fleißigen Handwerker sehen? Der muss zu uns bauen. Stein auf Stein, das Haus, das wird bald fertig sein.